Ich muss schon sagen, ich habe diesen Look mit den Mrs. Bella Produkten geschminkt. Also die Augen. Und ich liebe es. So schön. Wegen des Neonail-Codes. Es tut mir immer super, super leid für die Leute, die dann zu spät sind und sagen, wie war noch mal der Code? Ich habe vergessen, gestern zu bestellen. Am besten immer direkt einen Screenshot machen. Allerdings ist der Code schon seit 10 Uhr abgelaufen. Das haben die Sequenz vorher nicht gesehen haben, natürlich nicht mitbekommen, aber der ist schon seit 10 Uhr abgelaufen. I'm very sorry. Deshalb aber ein grundsätzlicher Tipp von mir für euch, wenn ich einen Code habe, der zum Beispiel länger als nur 24 Stunden ist, dann macht euch auf jeden Fall immer sofort einen Screenshot, weil das tut mir sonst immer total leid, wenn ihr dann nicht bestellen könnt. Aber ich kann leider nicht auf jede Nachricht antworten. Manchmal sehe ich auch Nachrichten nicht, wenn ihr nochmal nach dem Code fragt oder so. Deshalb immer sofort einen Screenshot machen. Und Leute, ich habe es getan. Ich habe es gekauft gerade und werde es mal ausprobieren. Ich berichte euch gleich, wie es aussieht, wie es schmeckt. Und meine Kaffeemaschine habe ich auch endlich. Also, das ist diese hier. Wir gerade bei Codes sind. Dieser wunderschöne Lippenstift, den habe ich euch auch schon in Griechenland vorgestellt. Den hatte ich nämlich auf ein paar Fotos an. Könnt ihr mal schauen. Und der ist so wunderschön. Das ist die Farbe Oh Baby. Sehr, 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 sehr schön im Auftrag. Überhaupt nicht klebrig. Und ihr bekommt wie immer Prozente, und zwar 50% auf alles. 24 Stunden lang und danach noch 30%. Also jetzt screenshotten am besten den Code. Und shoppen. Und ich zeige euch noch für die Mädels und Jungs unter euch, die lieber Nude-Farben tragen. Für die habe ich noch zwei Stück, die ich euch jetzt ganz kurz swatche. Das wäre dann meine Empfehlung für euch. Das hier sind dann noch die beiden Nude-Töne. Die trocknen natürlich auch matt auf den Lippen. Da habe ich einmal Heat Me und dann noch die Farbe Nana Naked. Yes. Tada.